guck mal hier, hier übertrage ich gerade über WLAN 3 Gigabit. Also 375 Megabyte pro Sekunde. Das schaffen viele normale Festplatten nicht mal. Und auch die meisten Kabel-LAN-Verbindungen nicht. Die erreichen nämlich auch maximal nur 1 Gigabit. Möglich macht's Wi-Fi 7. Der neue heiße Standard. Wir haben 7 Geräte getestet, die Wi-Fi 7 unterstützen und dabei natürlich auch ein paar Haken gefunden. Außerdem erklären wir in diesem Video verständlich, wie genau Wi-Fi 7 besser ist als Wi-Fi 6. Liebe Hackerin, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von Hostinger. Hostinger bietet euch einen Website-Baukasten mit KI-Unterstützung. Für alle, die schnell und einfach eine professionelle Website erstellen wollen. Ganz ohne Programmierkenntnisse. In dem Paket ist alles dabei, was ihr braucht. Domain, Hosting mit unbegrenzter Bandbreite, SSL-Verschlüsselung, E-Mails und der KI-Baukasten. Da könnt ihr dann einfach hier auswählen, für was eure Website sein soll und sie kurz beschreiben. Und schon habt ihr einen Entwurf. Den könnt ihr dann nach euren Vorstellungen anpassen und zack, fertig. Website könnt ihr online stellen. Den Link zu Hostinger findet ihr in der Beschreibung und mit dem Code CT3003 spart ihr 10% auf alle Hosting-Pakete mit 12 Monaten Laufzeit oder mehr. Werbung Ende. Hier, das ist mein Handy, wie es bei mir zu Hause den Google Speedtest durchballert. Bin ich ziemlich stolz drauf, dass ich hier so schnell unterwegs bin. Oh, 800 Megabit in der Sekunde. Wi-Fi 6 represent. Ja, okay, ist in Wahrheit total 2020. Denn jetzt gibt's halt Wi-Fi 7 oder wie wir Superfachleute sagen, IEEE 802.11BE. Diese zungenbrechenden IIIEE-Codes sind übrigens eigentlich die korrekten technischen Bezeichnungen, aber die Wi-Fi Alliance hat sich als Marketingbegriffe diese Wi-Fi Plus Nummer ausgedacht. Also nach 6 kommt jetzt halt Wi-Fi 7. Kann man sich besser merken und kann man viel besser aussprechen. Ja, und dieses Wi-Fi 7 soll in der Theorie, also auf dem Papier, unfassbare 23 Gigabit pro Sekunde schaffen. Aber nur bei Access Points mit 8 Antennen, das ist halt so Profi-Hardware für Konzerthallen und sowas. Für zu Hause gibt es nur Geräte mit 4 Antennen. Die schaffen dann theoretisch 11,5 Gigabit pro Sekunde. Was ja immer noch extrem viel ist. Aber Spoiler-Alarm, in unseren Tests mit 4 Wi-Fi 7 Basen und 3 Clients haben wir maximal 3,9 Gigabit gemessen und das auch nur bei besten Bedingungen und kurzzeitig. Dazu gleich mehr. Erstmal ganz wichtig, was macht Wi-Fi 7 denn nun genau anders als die Vorgänger? Das aufregendste Feature ist auf jeden Fall Multi-Link Operation, kurz MLO. Ihr kennt das ja vielleicht. Auch wenn euer Router sowohl im 2,4 als auch im 5 GHz Band funkt, klinken sich eure Clients oft in genau das Band ein, was gerade nicht am besten funktioniert und gehen da dann auch ungern automatisch wieder raus. Hier mal ganz vereinfacht erklärt. Es gibt seit Wi-Fi 6E 3 Funkbänder. Die nennt man umgangssprachlich 6 GHz, 5 GHz und 2,4 GHz. Und je höher die Frequenz, desto schneller das WLAN. Aber was leider auch gilt, je höher die Frequenz, desto geringer die Reichweite. Wenn ihr also dicht dran am Router seid und keine oder wenig Mauern dazwischen habt, dann solltet ihr 5 oder 6 GHz verwenden. Seid ihr weiter weg, lieber 2,4 GHz, wenn ihr keine Verbindungsabbrüche riskieren wollt. Bislang galt leider entweder oder. Euer mit dem Router verbundenes Gerät musste sich für ein Band entscheiden, auf dem es funkt. Aber jetzt mit Wi-Fi 7 und diesem MLO geht das erstmals, dass zwei Bänder gleichzeitig genutzt werden können. Und das ermöglicht nicht nur höhere Geschwindigkeiten, sondern auch eine bessere Zuverlässigkeit und eine geringere Latenz, also weniger Verzögerung. Leuchtet ihr auch ein? Also wenn mehr Funkkanäle zur Verfügung stehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass gerade ein Funkkanal frei ist, wenn was gesendet werden soll. In der Praxis ist MLO aber ziemlich komplex. Das muss auch noch ein bisschen reifen. Also mein CT-Kollege Ernst Ahlers hat auch schon ein Wi-Fi 7 Gerät getestet, wo er überhaupt kein aktives MLO messen konnte. Also es ist halt wirklich noch früh, es gibt wenig Hardware
und häufige Firmware-Updates. Wenn ihr übrigens genau wissen wollt, wie MLO und andere Wi-Fi 7 Features funktionieren, auf Heise Plus gibt es mehrere wirklich interessante Artikel dazu. Der Link ist in der Beschreibung und für die 3003 Community gibt es sogar 3 Monate für den Heimpreis. Mensch, das ist doch was. So, jetzt aber hier erstmal genug Theorie, jetzt Praxis. Im Test hatten wir die Basisstation Amazon Eero Max 7. Entschuldigung, ich habe meine gefährliche Roboterspinne verloren. Hat die zufällig jemand gesehen? Ein Asus GT-BE98, ein Netgear RS700S und ein Zeixel WBE660S. Ja, ihr habt vielleicht die eingeblendeten Preise gesehen, zwischen 600 und 900 Euro. Also wirklich teuer. Und obwohl die Anschaffungspreise schon so heftig sind, braucht man bei Amazon und Netgear obendrein auch noch ein Abo für bis zu 115 Euro im Jahr, um bestimmte Funktionen wie die Kindersicherung oder dynamisches DNS zu nutzen. Finde ich ziemlich doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was man auch noch bedenken muss, die 4 Router genehmigen sich alle ungefähr 20 Watt. Und zum Vergleich, meine auch schon ziemlich schnelle Fritzbox 6690, die zieht nur 11,7 Watt aus der Steckdose. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Ja, so, also das waren die Basisstationen. Als Client haben wir einmal die WLAN-Module Intel BE200 und Qualcomm WCN 7850 getestet. Das sind so Steckkarten für den M2-Slot, also wo man normalerweise SSDs reintut. Als dritten Client haben wir einfach einen Google Pixel 8 ausprobiert und erstaunlicherweise gibt es nämlich schon ganz schön viele Android-Handys mit Wi-Fi 7-Unterstützung. Bei Apple übrigens noch keine. Und dann wurde hart getestet. Mal die Frage an unseren Netzwerkexperten Ernst, wie hast du das denn jetzt genau gemacht? Die neuen Wi-Fi 7 Geräte haben wir getestet, wie alle auch vorher, mit dem iPerf 3 Benchmark. Der erlaubt uns, ganz ohne Einflüsse über die Internetleitung, echte Geschwindigkeit innerhalb des Heimnetzes zu messen. Es geben 2 PCs, einer ist der Client, der andere ist der Server. Und wir messen dann eben auf 3 Funkbändern über 6 verschiedene Positionen. Das waren dann insgesamt knapp 400 Einzelmessungen, die wir zu den Ergebnissen im Heft kondensiert haben. Ja, und das kam dann dabei heraus. Den höchsten Durchsatz schafft die Kombination aus Netgear RS700S und Qualcomm WCN 7850 Client. 2682 Megabit pro Sekunde aus naher Entfernung im 6 GHz Band. Am schlechtesten Schnitt die Kombination aus Pixel 8 und Asus GT-BE98 ab. Nur 137 Mbit aus 20 Meter Entfernung im 2,4 GHz Band. Kurios, der Vergleichsrouter mit Wi-Fi 6 schafft ihr mit 162 Megabit pro Sekunde ein besseres Ergebnis. Ohnehin sind die Messwerte natürlich eine Momentaufnahme. Das solltet ihr wirklich bedenken. So kam kurz vor Redaktionsschluss ein Update des Intel WLAN-Treibers für den BE200 raus und danach ging es in Stichproben bei 6 GHz hoch auf bis zu 3,9 Gigabit pro Sekunde Durchsatz. Übrigens haben wir den BE200 auch unter Linux zum Laufen bekommen. Mit Kernel 6.5.0.14 hatten wir keinerlei Probleme. Der Qualcomm-Chip lief zumindest bei uns nicht unter Linux. Mein Fazit. Also ich muss sagen, dass ich mit Wi-Fi 6 sowohl meine Internetleitung als auch meine Festplatten im internen Netz, also meinem Home-Server, komplett auslasten kann. Die Platten sind nämlich nur mit USB angebunden und schaffen nur ein bisschen mehr als 100 Megabyte pro Sekunde. Das entspricht 800 Mbit, also genau das, was ich mit Wi-Fi 6 hier zu Hause auch hinbekomme. Und auch meine 1 Gigabit LAN-Anbindung, also per Kabel, reicht für meinen Netzwerkspeicherkram völlig aus. Ohnehin ist hier ja alles mit 1 Gigabit LAN angebunden, auch weil ich keine Lust habe, mir neue Switches und so weiter anzuschaffen. Und ehrlich gesagt ist das einzige Gerät, das 2,5 Gigabit per Kabel könnte, mein Desktop-PC. Und sonst halt nichts. Also für höhere Geschwindigkeiten brauche ich deshalb Wi-Fi 7 nicht. Aber ich mache ja viel mit VR und wenn ich PC-VR nutze, binde ich zum Beispiel meine Quest 3 über WLAN statt mit einem Kabel an. Und das funktioniert zwar mit Wi-Fi 6 schon ziemlich gut, aber manchmal, so wirklich nur manchmal, sehe ich doch noch so ein paar Artefakte. Mit Wi-Fi 7 könnte das dann perfekt aussehen.
Und auch ganz allgemein finde ich das sehr vielversprechend, dass ich zusätzlich zu 5 GHz mit Wi-Fi 7 das 6 GHz Band nutzen könnte. Und in diesem Funkband ist in meiner direkten Nachbarschaft erst super wenig los. Ich habe das also im besten Fall so ziemlich für mich alleine. Ja gut, dafür könnt ihr auch auf Wi-Fi 6E umsteigen, aber das hat ja kein MLO. Und das würde ich mit Wi-Fi 7 dann noch obendrauf bekommen. Und dieses Multi-Link Operation hat ja nochmal das Potenzial, Stabilität und Latenz zu verbessern, weil einfach mehrere Frequenzbänder gleichzeitig genutzt werden können. Aber ganz klar, die aktuellen Router sind mir viel zu teuer und das Ganze ist mir auch noch zu wenig ausgereift. Außerdem kann mein aktuell genutztes Handy noch gar kein Wi-Fi 7. Aber sobald hier Wi-Fi 7-fähige Hardware im Haushalt ankommt, da würde ich mir das schon langsam überlegen. Vielleicht in 1, 2, 3 Jahren. Mal gucken, was es da so gibt und ob ich da wirklich konkrete Anwendungsszenarien im Ärmel hätte. Also AVM hat direkt 4 neue Router mit Wi-Fi 7 angekündigt, nachdem der Fritzbox-Hersteller ja Wi-Fi 6E einfach mal übersprungen hat. Daran sieht man aber auch schön, dass Wi-Fi 7 nicht gleich Wi-Fi 7 ist. Denn Pflicht ist nur MLO, aber nicht das 6 GHz Band. Also man darf da Wi-Fi 7 draufschreiben, ohne dass die Teile 6 GHz können. So ist das zum Beispiel bei Fritzbox 5690 XGS, 6670 Cable und 7682 sind alle Wi-Fi 7 zertifiziert, können aber auch alle kein 6 GHz. Nur das Topmodell Fritzbox 5690 Pro beherrscht alle 3 Funkbänder. Und das Gerät soll im Sommer für 340 Euro auf den Markt kommen. Ja, wie ist das bei euch? Seid ihr jetzt schon heiß auf Wi-Fi 7 oder juckt euch das alles nicht? Gerne in die Kommentare schreiben und den 3003 Newsletter abonnieren und natürlich hier auf YouTube den Channel selbst und tschüss.